Der junge Spatz kann durchaus selber Futter picken. Doch wie das bei verwöhnten Kindern häufig der Fall ist, bettelt er von früh bis spät und hält die Mutter auf Trab. Der Spatz muss von der Semmel weichen, wenn die Mutter des verfressenen Jungen kommt. Spatzenmütter wissen sich durchzusetzen beim Heranschaffen von Futter. Bei unseren Filmarbeiten sind wir richtig ärgerlich geworden. X-mal musste die Spatzenmutter hin und her laufen, bevor der kleine Fresssack sich bequemte, ein Stück näher zu kommen.